Beziehungen sind etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Die Interaktion mit Menschen, beruflich oder geschäftlich oder privat, das ist einfach Traum. Die Interaktion, Beziehung mit Menschen. Wenn sie nicht toxisch sind. Es gibt auch toxische Beziehungen. Wie erkennt man toxische Beziehungen und wie kann man sie loswerden? Erstens, wie erkennt man sie? Wenn man ständig kritisiert wird. Wenn man Schuldgefühle hat, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht gut genug, ich kann es einfach nicht, ich lasse es, ich höre es dir sowieso die ganze Zeit, ich kann es nicht, lass es einfach. Wenn man Angst hat, seine Qualitäten, seine Talente, seine Fähigkeiten, seine Ziele, seine Visionen zu zeigen, wenn das nicht gesehen wird, wenn es nicht erkannt wird, wenn es nicht geschätzt wird, mit solchen Menschen weiß man, man ist in einer toxischen Beziehung. Solche Beziehungen schaden definitiv. Aber nicht nur Menschen können toxisch auf einem wirken, sondern auch Negativität, negative Schlagzeilen, negative Nachrichten. Auch sowas kann definitiv toxisch wirken. Wie kann man solche Beziehungen oder auch Dinge loswerden? Erster Punkt, erkennen. Hinschauen. Okay, ja. Diese Beziehung wirkt toxisch auf mich oder dieses Verhalten oder diese Quelle an Information wirkt toxisch auf mich. Okay, zweiter Schritt. Mit jemandem reden, mit einem Experten oder Freund oder Freundin. Solche Menschen haben oft einen sehr guten und klaren Blick und sagen dir vielleicht, hey, ich habe es dir immer gesagt, dieser Mensch, diese Person wirkt toxisch auf dich, tut dir nicht gut. Und der dritte Punkt, der dritte Schritt, der wichtigste, toxische Beziehungen werden nicht besser, wenn man wartet. Das heißt, besser heute beenden als morgen. Ja klar, eine Türe geht zu. Logisch. Aber wenn eine Türe zugeht, entstehen zwei neue offene Türen. Wenn das Glas leer ist, kann man wieder etwas einfüllen, das einem gut tut, das einem erfüllt, das einem aufbaut, das einem stärkt, das einem in seine Kraft hilft. Und genau das wünsche ich dir. Bis bald.